Hallo, liebe Freunde der Geschichte und hallo an alle, die es vielleicht erst noch werden wollen. Willkommen zurück bei The Green Hell und willkommen, lieber Mörk. Ja, hallo meine lieben Überlebenskünstler da draußen und Pinsi, du hast eine Tasche übersehen. Was? Ja, ich hab sie. Aber ich habe sie letzte Nacht auch übersehen. Ich hab mehrere Chips jetzt dabei. Na gut. So. Dafür habe ich die Machete. Da liegt, ja, das darfst du ruhig haben. Da sind noch ein paar Papageien auf dem Dach. Die könnte man, wenn man jetzt einen Bogen hätte, tatsächlich. So. Ich möchte aber tatsächlich zurück. Ja. Ich gehe mal gucken, ob uns was in die Falle gegangen ist. Da bin ich jetzt sehr gespannt. Ist das eine Tötungsfalle? Weil die sind ja eigentlich gegen Menschen. Da gehen auch Wildschweine oder Tapire und sowas ran. Okay. Ja. Man kommt auf den Köder an, den man reinlegt. Okay, habe ich bis jetzt... ich also zumindest damals gab es keinen Unterschied. Damals, also. Pinsi, ich gehe wieder zurück, ne? Ich will ja unsere Bude weiterbauen. Ja, das ist keine schlechte Idee. Jetzt muss ich bloß den Weg zurückfinden. Hast du den Topf mitgenommen? Ja. Gut. Bei denen können wir aus unterschiedlichsten Gründen echt gut brauchen. Ich bin ja mal gespannt, inwiefern sich das Spiel geändert hat, ne? Ich habe ja mal Angst vor meiner ersten Begegnung mit einem Leoparden oder einem Puma. Wenn das Spiel plötzlich anders funktioniert, als ich es gewöhnt bin. Ah, ich habe versucht, einen Stachel, ein kleines Schweinchen zu erledigen. Ein Wildschwein? Nein. Ein Tapir? Nein, kleiner mit Schuppenpanzer. Ein Gürteltier. Gürteltier, genau. Oh, danke. Warum kommt jetzt diese Musik? Das gefällt mir nicht. Ich habe keine Musik. Ich habe hier so Indianermusik. Also es klingt ja irgendwie danach. Mit so einem kleinen Didgeridoo oder so einer Maultrommel. Didgeridoo? Also naja, ich bin gleich wieder zurück bei unserer quasi Soon-to-be-Base. Hey, ohne Witz, eigentlich ist die ziemlich geil von der Position her. Ich hoffe, ich finde den Weg zurück. Ansonsten hast du ein Problem. Die Arme und Wasserpinsel jetzt auf Wand. Ich habe Früchte gefunden. Unbekannte Früchte. Sind es die roten? Die orangenen. Die. Meine ich ja, die Kakis. Ja, und ja. Das hier brauchen wir auch. Wenn wir das nämlich fällen, bekommen wir ein Palmenherz, glaube ich. Ja, da ist es. Palmenherz. Nice. Oh Gott, ich habe so irgendwas an meinem Körper, was ich nicht haben will. Ich gleich mal essen. So. Bäh. Ja, es geht so einigermaßen. So, ich habe dann mal weiter hier fortgeführt, was wir angefangen haben. Unsere Bude muss ja gebaut werden. Ich würde sagen, wir bauen sie von unten nach oben. Macht, wie ich finde, am meisten Sinn. So, hier haben wir noch ein paar Pilze. Orangene. Die sind gut gegen Parasiten. Der Weg zurück. Ja, der Weg zurück. Man hört ihn denken. So, warte mal. Was ich jetzt mache, ist Trick 17. Wir könnten auch einfach nach Koordinaten gehen. Sag mir mal deine Koordinaten. Genau. Jetzt wart doch noch ganz kurz. Du kannst es doch kurz mal ausprobieren, den Weg nach Hause zu finden. Ich mach derweil mal ein Feuerchen. Ein Vogelnest. Das kannst du mitbringen. Ja. So. Ich gebe zu, ich ärgere den Pinsi gerade absichtlich so ein bisschen. Ja, irgendwie war es mit dem Fluss. Genau, hier müssen wir, glaube ich, lang. Du weißt, es gibt in jeder Richtung einen Fluss. Ja, ja. So, Feuerchen brennt. Das heißt, ich kann jetzt hier Schneckis durchbrutzeln und flalalalei. Hier hat etwas geknurrt gerade.
Habe ich das richtig gehört? Oder war das ein Warzenschwein? Ich hoffe, es war ein Warzenschwein. Bitte, lass es ein Warzenschwein sein. Ich habe nämlich meinen Speer bei dem Gürteltier verbraucht und das Gürteltier ist damit abgehauen. Das Mistvieh. Es hat dir ein Speer gestohlen, dieses Gürteltier schuldet dir Ja, ein ich habe das Speer. Camp gefunden. Ah! Yay! Aber du kommst von der anderen Richtung. Spielt das eine Rolle? Ich habe nach Hause gefunden, das ist wichtig. Das ist wohl wahr. So. Wo ist der Topf, Mörp? Der ist draußen und Ah fängt ja, Wasser auf. hier. Ah, Gott sei Dank. So, Gut. Wasser brauche ich auch noch gleich, aber ich bin gerade eben dabei, jetzt hier erstmal so ein bisschen mich hier um die Fleischversorgung zu kümmern. Ich habe ja draußen einen Ara gefunden, den mache ich hier gerade eben mal. Ja, Das ist das. natürlich jetzt kulinarisch noch sehr, sehr simpel, Ich glaube, ne? ich könnte hier mal daneben auch ein eigenes Feuerchen planten. Nein, 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 och, nein, nein, wozu Nicht? denn? Dann hätten Nee, wir wir machen irgendwann zwei. mal ein großes, das ist ja Quatsch. Okay. Okay. Ich Lass uns doch professionell bleiben. hab nämlich noch ein Palmenherz. So, inzwischen könnten wir hier noch mal ein Dach planten. Oder willst du beide von diesen Teilen hier mit dem oberen Stockwerk versehen? Ja, nee, nee, lass erstmal das untere bauen. Das meinte ich ja quasi. Wir bauen Ja, das deswegen System frage ich, von ob wir unten nach hier oben. ein Blätterdach jetzt draufsetzen können und dann obendrauf noch eine Etage. Ja, das, darauf wird es ja wohl hinauslaufen. Aber lass doch erstmal unten, bevor du ein Dach baust, jetzt hier die Ach ja. Wände setzen. Gut. Would make sense. Ja, Ja. das kann ich jetzt nicht machen. Hier haben wir noch ein trockenes Blatt, das nehmen wir auch mit. Tierexkremente. Mörp. Ja, zum Düngen, glaube ich. Ich habe Tierex. Sollte ich das mitnehmen oder Du liegen lassen? hast Kaka gefunden. Ich habe Kaka gefunden, Mörp. Wo Warum? liegt denn? Hier vorne. Irgendwo. Warte mal. Hier irgendwo bei der. Genau, hier bei dem Busch mit der roten Beere. Sehe ich gar nicht. Du musst Ist ziemlich an den Busch rangehen. für mich nicht da. Was? Kann nur ich Nee, das nehmen? Dann nehme ich ist das mal dein mit. Kaka. Das Spiel ist der Meinung, dieses Kaka ist für dich. Ja, es ist individualisiert. Wie schön. So, Da steht dein Name drauf. ich Ist brauche einen neuen doch Speer. super. Ich sag dazu jetzt mal nichts. Der Moment, wenn du das Gefühl hast, das Spiel beleidigt dich, Ja. ne? Ach ja. Warte Das mal, jetzt nehme kann ich ich so noch nicht hin. So. hier das da noch hin. Oh, die Tötungsfalle. I can see it. And I'm impressed. So, dann bauen wir dich da noch hin, genau. Wofür brauche ich am Ende das Harz? Das Harz ist, glaube ich, zum Kleben von manchen Sachen da. Wobei ich jetzt auch gerade eben nicht wüsste, was man damit klebt. Scheint auch nicht so häufig So. vorzukommen, deswegen habe ich es einfach mal mitgenommen. Topf dahin. Ich mache mir jetzt mal eine Suppe, Pinsi. Tür ist fertig. Ich mache jetzt eine Suppe aus diesem tollen Pilz, den du so verschmäht hast. Das kannst du gerne machen. Trinke jetzt hier für 15 Kohlenhydrate. War schmackhaft. Unbekannte Boah. Blume ist jetzt getrocknet, kann ich aber immer noch nichts mitmachen. So, Exkremente, ja. Ich kann die essen, Mörp. Bäh. Wie verzweifelt bist du? Nein, 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 nein. Oh, die Tabakblüte ist getrocknet. Ja, bei mir ist die Blüte auch getrocknet inzwischen. Aber man kann sie nur Zerstören. zerstören. Also muss man damit wohl noch irgendwas anderes machen können. Kann man die vielleicht in eine Suppe tun? Das habe ich nicht getestet. Ja. Sag mal, wie kam da oben eigentlich eine... Ah, guck mal. Pinsi, du wolltest doch auch eine Kokosnuss. Ja. Oh. Ah, ich sehe sie.
Sehe. Ich schau mal, ob ich dir eine organisieren kann. Ich sehe zwei zu hängen. So. Da. Da fällt eine runter von alleine. Nein, das war ich. Ja, Okay. sind sie beide nach unten gefallen. Na gut. Ich hole mal ein oder zwei davon, ne? Du kannst ja nur eine aufheben. Nein, ich kann beide Na, wenn du aufheben. sie knackst, ja, gut. Nee, nicht knackst, ich muss sie schälen. Ja, oder schälen erstmal. Gut, dann hole ich mal inzwischen noch die letzte runter. Komm her. Nuss. So. Ist sie auch runtergefallen oder hast du sie gefangen? Ich glaube, die ist runtergefallen. Ich habe ihn. Ah, da ist sie, ja. Haben wir hier noch eine? Nö. Erstmal nicht. Hm. Gut, Ich habe drei dann. Stück jetzt hier. Boah, ich bin gerade voll zusammengezuckt, weil ich hinter mir Geräusche gehört habe. Wo ist eigentlich der Unterschied zwischen Axt und Hacke? Die Hacke ist, glaube ich, zum Gärtnern da. Ach so. Ansonsten ist sie relativ unnütz wahrscheinlich, ne? Zumindest zum Kämpfen wird sie dir wahrscheinlich nicht viel bringen. Gut. Da haben wir noch dicke Holzscheite. Ich habe Bienen gefunden. Die legen wir mal hier ab. Naja, aber das, was das Spiel ja für Bienen verkauft, ne? Ja, es sind manchmal Wespen oder irgendwas ähnliches. Das sind die Hornisswespinnen. Ich bin immer noch verdammt durstig, wie es aussieht. Ja, da müsste man jetzt mal was tun. So, ich trinke jetzt Ich mach. schmutziges Wasser. Nein, 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 lass doch mal. Hoppala. Jetzt habe ich meine Axt Ah, geworfen. Hier mal ich hab gerade eben Schnecken. versehen. Die Ich hab Apfelschnecken gehen gerade wir eben mal rauf. versehentlich auch schmutziges Wasser getrunken. Ich habe orangene Pilze im Mörb. Ja, ich auch. Gut. Ich wollte eigentlich nur dieses dämliche Vogelnest nehmen. Wie Oh wahrscheinlich ist Mann! es eigentlich, dass wir mit dem Feuer bereits Eingeborene anlocken? Oh, gegeben ist die Chance schon. Ich frage ja nur. Oh, da ist uns auch schon der erste Pilz vergammelt. Zerstören. Ja. Das passiert So, in ich habe diesem jetzt Spiel. schmutziges Wasser dabei, Pinsi. Au, ich kann den ganzen Stapel zerstören. Gut. Dann esse ich das. Esse Pinsi, ich ich wäre das. dafür, dass wir mehrere Kokosnussbidons machen. Und dann immer quasi die hier so lagern. Weißt du, was ich Gerne, meine? ja. Und vielleicht können wir uns auch mal noch eine, einen Wasserspeicher oder Spender hier aufbauen. Ein Wassersammler, Ja, genau. So. stimmt, das kann man ja auch machen. Den Pinsi, stellen wir mal hier auf. hier, guck mal da, kannst du zwei trinken? Kannst du beide trinken? Und ich mache jetzt hier für uns Essensschalen. So. Knacken wir. Na. Halt, nee, nicht alle knacken. Wir brauchen Bidons. Oh, ich vergaß. Jetzt Ja. habe Sammeln wir sie kann ich die Schalen erstmal. wenigstens da draußen hinlegen, Genau, sammeln damit wir das erstmal in Schalen. Gut, beim genau, damit nächsten ich das Wasser Mal. jetzt hier einsammle. Wenn Pinsi keine Fehler macht, machen wir Bidons. Wenn Pinsi anwesend ist, geistig, ne? Oh, Ja. mal deine Ab ich nehme mal deine Apfelschnecken, weil die verbrennen hier gerade eben. Okay. So. Wasser rein, Wasser abkochen. So, das raus, das raus. Oh, verehrter Pastor Pinsi, hätten Sie Interesse in einer Madensuppe? Gerne. Dann wohl bekomm's. Ich koche sie gerade eben da. Lecker. Madensuppe ist gleich fertig. Kann man das trinken oder sagt. Sagt der Typ dann eh geht. Aha. Wohl bekomm's. Mochte er, oder? Ja. Gut. So. Ich habe deine Dingens gegessen, ganz kurz, ne? Ja, das ist in Ordnung.
Ach so, die nehme ich mal kurz weg. Nein, nein, lass doch drauf. Ich will noch mal mehr Wasser abkochen. Das Palmherz kannst du, glaube ich, nicht durchkochen. Okay, ich dachte, ich wollte es. Dann essen wir es auf. So, da Ja. 45 Kohlenhydrate und gleich noch ein bisschen Protein dazu. Weil genau deswegen wollte ich eigentlich einen zweiten Bidon haben. Ja. Weißt du, dass wir da jetzt hier die Bidons so nach und nach füllen können? Dafür habe ich Kaki gefunden. Naja, dann trinke ich's halt, weil Wasser brauche ich gerade eben auch. So, was brauchen wir noch? Wasser, Kohlenhydrate sind voll. Fett könnte ich ein bisschen gebrauchen. Da haben wir noch eine Nuss. Ich Bevor habe die auch noch ein paar vergammelt. Nüsse und ich koche gerade eben noch einen Kokosmark ein bisschen ab. Kannst du dir gönnen, wenn du willst. Und das letzte Wasser kannst du dir auch gönnen, was ich da gerade eben noch abkoche. Aber jetzt müssen wir weiterarbeiten danach. Wasser habe ich, glaube ich, eigentlich. Na, ein bisschen was können wir noch machen. Okay. Tja, So. man merkt, der weiße Mann war da, ne? Schon ist hier nichts mehr Brauchbares am Wachsen. Da kamen wir an mit unserem braunen Daumen in den Dschungel. Da haben wir auch gleich noch ein bisschen Fett dazu bekommen. Wenn man die so isst, bekommt man zwar auch Fett, aber nicht ganz so viel. Deswegen Kokosfleisch besser mal durchbraten. So, und jetzt, Ja, gekocht ist meistens besser in dem Spiel. wenn jetzt tatsächlich noch ein bisschen Protein dazu kommen würde, wäre ich glücklich. Protein habe ich jetzt tatsächlich nichts mehr. Da war ich ein bisschen Naja, egozentrisch unterwegs, das ist nicht gebe so ich schlimm. zu. Vielleicht finden wir hier noch was Kleines. Ach, das hätte ich ja oben hin machen können. Ja, egal. Okay, wir brauchen wahrscheinlich wieder lange Stöcker, nehme ich Ja, an. lange Stöcke brauchen wir gerade eben wirklich viele. Wie kommen wir hier am besten hoch? Hier. Hups. Da haben wir ja schon einen. Sehen Sie, guck mal, statt zu springen, kann man auch einfach die Rampe nehmen. Ja. Wolltest du gesagt haben, ne? Nu. Hui! Baum fällt. Gut. Guck mal, dass ich da oben noch mal ein bisschen was fälle. Oh, ich habe noch mehr Kokosnüsse gefunden. So. Er schlich sich an und stiebitzte sie der Natur vor der Nase weg und fand da noch einige Oh, hier sind mehr. noch ein paar Nüsse runtergefallen gerade. Wir bauen mal vielleicht erstmal den Wassersammler. So, dann holen wir uns mal die Nice. Nüsse. So. So. Ich finde gerade eben noch mehrere Kokosnüsse, Pinsi. Bringen Sie Sehr mit. gut. Ich mache sie auch nicht kaputt. Dankeschön. Sonst landest du nämlich auf dem Esstisch. Oh Gott, meine Axt ist tatsächlich auf dem Baum geblieben. Nein. Neue craften, dann sind es auch haltbarer. Ja, das ist wohl wahr. Warte mal, wo ist der andere lange Stock? Pinsi, ich werfe mal ein paar Sachen zu dir runter, nicht wundern. Guck mal, hier. Ja. I see, I see. Die hier könnten wehtun, wenn sie dich treffen. Da wäre es interessant gewesen, wenn ich mich jetzt runtergestellt hätte, ob ich tatsächlich Schaden bekommen hätte. Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, so weit denkt das Spiel nicht. Aber wir wollten das sowieso noch ausprobieren, ob wir uns gegenseitig Schaden zufügen können. Ja, aber dafür brauchen wir erstmal einen guten Grundstock an Ausrüstung, damit man das auch wegheilen kann. So, hier haben wir noch einen langen Stock. Bringen wir erstmal wieder Mhm. zurück. So, ich habe mir einen Egel eingefangen. Igitt, igitt.
Das kommt in den besten Familien vor hier. Ja, ich weiß, Ausbauer ist aber schnell wieder weg. So, Moment, so. Ich brauche erstmal. Was war denn das? So. Warum haut der auf den Boden wie so ein. So. Ein Stein und zwei Stein. So, und jetzt brauchen wir ein Bananenblatt. Haben wir hier irgendwo Bananenblätter? Ach so, das der Egel, ist, richtig. Da war ja noch was. Die erkennt man so schön, die Bananenblätter. Die sind so schön glatt. Nein, oh. Da war er nicht. Ist er am Bein? Nein, er ist tatsächlich wieder an der letzten Stelle. Ja, drei Stück. Pinsi, ich versuche mal zurückzukommen. Das Feuer brennt noch, falls du es siehst. Na, mir geht es mehr so darum, dass ich hier ich sehe dich runterfalle. Ich sehe dich da hinten durch die Gegend springen. Naja. Du hast das Zeug nicht eingesammelt, ne? Was für Zeug? Also ich habe erstmal nur die langen Stöcke eingesammelt. Die dicken Stämme sind noch da. Da sind nochmal zwei, die kannst du holen. So. Leider können wir doch kein gutes Bett bauen, ne? Nee, momentan erstmal nur wahrscheinlich nur ein Palmenbett. Hm, da followt jemand, herzlich willkommen. Ich leg das mal alles hier ab. Genau, da können wir nämlich das da noch hinklabastern. Haben wir hier noch was vergessen? Ich mach mal noch mehr Dächer jetzt. Also ich glaube, Dächer sind ja zum Laufen auch da. Das habe ich ja schon mal ausprobiert. Ja. Gucken wir gerade eben nur, ob das geht. Ja, das geht. Also da ist noch eine Schnecke. Apfelschnecke, die hole ich mir gleich nochmal. Ein bisschen Protein. Wenn es auch nicht viel ist, ist es hier nur eine Schnecke. So. So. Und. Pinti, hier ist Bidon Nummer 1. Wupp, habe ich. Einen sollte jeder mit sich tragen und die anderen, die nehmen wir dann quasi immer, um Wasser zu holen von unten, weißt du? Ja. Weißt du, was faszinierend ist? Im Moment, als Murp einen Bidon herstellte, lernte er, wie man einen Bogen herstellt. Was? Ich habe offensichtlich einen Gedankenblitz beim Herstellen eines Bidons. Wie geht denn das bitte? Ich weiß es nicht. Ja, ich weiß, das Skillsystem funktioniert ja so, dass du einfach den geistigen Level abmachst, weißt du, so ein bisschen. Hm. Aber so ganz logisch ist es jetzt nicht. Hier ist ein Bananenblatt. So. Zack. Zack. Nee, hast schon recht. Logisch geht anders. Brennt das Feuer noch? Oh, das Feuer braucht dringend etwas Nachschub. Komme. Ich habe Kohle dabei. Die können wir verfeuern. Nee, ich hau da gerade Holz rein, du. So, 6 von 11. Aber wenn du willst, eine Kohle geht sicherlich noch. Moment. So, also man muss hier Dinge am Laufen halten, man kann hier Kohle verbrennen. So, zack. Kann ich die Tierexkremente eigentlich? So. Ich kann tatsächlich jetzt theoretisch Pfeil und Bogen herstellen. Das ist schon mal gut. Zack. Die Apfelschnecke. Pinsi auf der Jagd nach Schnecken. Hätte ich auch nicht gedacht, dass das mal deine Berufung wird, ne? Ja. Nur nimm, was man kriegen kann. So, genau. Komm her. Was, nur eine? Wir tun, was wir können. Ja, hier gibt es nur eine Apfelschnecke. Gut, dann nehmen wir noch die dicken Stämme hier mit, die werden wir bestimmt gleich noch verbauen. Hm? Ich brauche noch mehr Palmen. Erstmal eine Palme finden. Ach, du warst das gerade. Ja. Palmen brauchen wir gerade eben. Und, so. Und natürlich Stöcke, wie immer. Lange Stöcke. Die werden so schnell nicht langweilig, das sage ich dir. Hm.
Boah, das dauert echt ewig, das hier hinzubekommen. So, warte mal, jetzt habe ich hier sauberes Wasser. Dann habe ich. Ich habe schon ein bisschen Wasser jetzt hier gesaved, Na komm ne? schon, Schnecki. Komm. So eine kleine Schnecke braucht echt lange. Aber ich Ich glaube, brauche das gerade wird aber eine auch kleine besser. Je mehr Flasche man kocht, desto rausholen. mehr Kochskills kriegt man und desto schneller braten solche Sachen, glaube ich auch. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob man auch mehr dann rauskriegt, aber. Da bin ich mir auch nicht sicher. So. Drei Proteine. Naja. Boah, die Nacht ist gleich rum. Not gerade the yellow of the egg, wa? Oh Mann, dieses Sprichwort, ey. So, hier haben wir noch Palmblatt. Zwei, drei. Ja, oh, ich habe mir gerade was eingefangen, scheiße. Wir brauchen auch bald eine Schlafstelle. Auf nacktem Boden können wir nicht pennen. Ja, guck nur gerade mal noch ein Bananenblatt, um den Wasserspeicher fertig zu kriegen. Hier haben wir noch eins, aber das reicht noch nicht aus hier. Ja, du meinst, es ist eher der Filter, der richtige Wasserspeicher oder so eine Das Dusche. ist Dafür ein müssen wir ja Sammler, das. da können wir auf jeden Fall den Eimer drunter stellen und dann geht das schneller. Den Topf meinst du? Ja. Ja. Ja, ich weiß, was du meinst, aber für man kann ja auch eine richtige Dusche bauen, ne? Und dafür müssen wir dann mit Lehm arbeiten. Das Na, kommt alles noch. den haben wir ja genug hier unten am Fluss. Macht auch, glaube ich, zu So, zweit deutlich Wassersammler mehr ist Spaß. fertig. Ja, es geht halt sehr viel schneller, ne? Wir werden nicht drum rumkommen, früher oder später, tatsächlich auf die Jagd zu gehen, ne? Ja, ich wollte es gerade sagen, bei mir sieht es mit den Proteinen jetzt echt mau aus. Ich bevorzuge ja, oder zumindest früher bevorzugte ich ja Beutetiere, die nicht wegrennen, sondern angreifen, weil da geht mein Speer nicht verloren. Aber ich muss jetzt nicht unbedingt einen Leoparden, Entschuldigung, einen Jaguar. Das sind ja Jaguars, keine Leoparden. Ich muss jetzt keinen Jaguar an. Wobei ein Leoparden, Jaguar ist auch eine Leopardenart, also so gesehen. Egal. Ich habe nichts gesagt. Zu lange her, das Spiel gespielt zu haben. Ja, ich muss auch jetzt nicht gerade dem größten Raubtier hier begegnen. Mir reicht auch ein kleiner Tapir oder sowas. Oder eben so ein Gürteltier, wie ich es vorhin gefunden habe. Ja, die Gürteltiere, die Wasserschweine sind halt mega, ne? Aber die rennen halt so leicht weg. Schildkröte wäre ideal. Die hat aber zu wenig Fleisch. Hier sind noch Apfelschnecken. Sehr gut. Zack. Pinsi, wir können theoretisch speichern. Theoretisch. Palmblätter, ja. Theoretisch funktioniert auch der Kommunismus. Theoretisch. Homer Simpson Zitat. Hatten wir Da nicht hier sind nur hinten noch noch ganz, ganz irgendwo wenige Blätter, Palmblätter? die jetzt noch fehlen. Das sind kleine Palmblätter, die brauchen wir gerade nicht. Hier. Boah, ich dachte schon, da sind Indios. Sind sie aber Ach nicht. nee, lieber das. Das andere spendet uns noch ein paar Nüsse. Oh, meine Ach. Energie ist aber runter, ey. Geh mal weg, ich hau's weg. Oha. Wir müssten ganz fix mal hier vielleicht die Pilze essen. Ja, wir müssen jetzt ein Bettchen machen. Nimm mal noch ein paar von den Dingern weg. Wir brauchen Bettchen, also sonst. Zwei Stück brauchen wir einfach so hier. So. Blätterbetter. Oder wie auch immer. Und ich glaube nicht, dass es hier so ein Matratzenworld gibt. So. Aber ich definiere jetzt ja erstmal dann gerade eben mal nochmal die Räumlichkeiten, okay? Ja. Denn es wäre ganz praktisch, wenn wir da Und wüssten, dann wo wir kannst du da ja schon hin mal wollen. ein
oder zwei Betten planten. Ich hole mal noch die letzten. Oh, ich glaube, ich werde gleich ohnmächtig. Ja, das ist natürlich dann nicht so praktisch. Aber dann kannst du dir ansehen, wie ich irgendwo im Dreck liege. Ist auch schön, oder? Das könnte für dich sehr langweilig sein. Ach so, ja, weil es jetzt länger dauert, Ja. hä? Habe ich noch irgendwas, was Energie spendet? Nein, das nicht. Ja, warte mal. Die Kokosnuss. Außerdem bekommst du vielleicht dann noch die richtig fiesen Sachen. Nein, Ach Scheiße. so. Wörp, ich komme zu dir. Ich gehe gleich Oh K.O. nein, Pinsi, wir können. Ah, Ich gehe doch, jetzt K.O. schon. Und tschüss. Bumm. Passt doch, Pinsi, passt out. So, da liegt er jetzt rum. Gekauert am Boden. Ich kann dir helfen tatsächlich. Guck mal. Oh, ich habe auch gleich wieder so ein Viertel Energiebalken. Das ist ja nett. Cool. Ich habe Hier. dich tatsächlich aufstellen können. Das ist ja Das nett. ist nett. Ja, okay, Leute, aber kurz eine Pause, denn wir müssen an der Stelle die Folge beenden. Pinsi, Pause, Pause, Pause. Warte, 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 ich lege nur kurz die Apfelschnecke hier noch drauf. Okay, Pause. Und damit würde ich sagen, wenn ihr wollt, seid beim nächsten Mal wieder dabei, ne? Macht's gut, schöne Zeit. Tschüss Ja. und Ade. Ciao, macht's gut.